I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take. Ja, die Witcher Session dauerte bereits viel länger, als wir eigentlich geplant hatten und hatten da auch schon entsprechende Rückmeldungen und auch schon Ergebnisse erzielt. Die würde ich jetzt kurz schildern. Wir hatten als erstes einen Kontakt mit einem Kindermädchen. Danach hat sich herausgestellt, dass wir einen Kontakt aufgebaut hatten mit einem 8-jährigen Jungen. Danach kam der Wächter ins Spiel und dann zum Schluss dann doch wieder das Kindermädchen. Wir haben uns ein bisschen so an der Nase herumgefühlt. Und das war einfach ein bisschen verdächtig, das Ganze. Dass da doch irgendwer versucht, die Antworten doch noch zu verschleiern, dass wir dann doch schlussendlich nicht herausfinden oder herausfinden dürfen, wer jetzt wirklich mit uns in Kontakt ist. Aber seht selbst, wie es weitergeht. Wenn nicht, kannst du auch gerne die Planchette auf das Goodbye unten auf dem Brett ziehen. Dann beenden wir unser Gespräch. Gib uns bitte eine Rückmeldung.
M, O, Kreise. M. Ich hätte jetzt geglaubt, das ist ein Achter. Nochmal die Mitte? Ja, wir gehen nochmal in die Mitte. Kannst du das bitte noch einmal wiederholen? A, M, O, L, A-Moll, stimmt das? Nein. Meinst du Alom? Rutschte. Wolltest du wieder Alom buchstabieren? Bist du dieser Alom, mit dem wir sprechen? Ja. So. Bist du eine negative Energie? Nein. Nein. Okay, das kann man natürlich jetzt glauben oder nicht, ja. Bist du mehr als 100 Jahre schon an diesem Ort? Nein. Okay. Bist du an diesen Ort gebunden? Ja. Ja. Bist du hier gestorben? Ja. Kannst du uns nochmal sagen, wie alt du bist? Wenn du der Bub von vorhin bist, wenn du wirklich der Bub bist. Kannst du uns sagen, wie alt du bist? Gut, das haben wir vorhin auch nicht geschaut. Okay. Bist du unter 20 Jahre alt? Ja. Bist du unter 10 Jahre alt? Ja. Ah, der Vorhang war auch, ja. Wo der 10 ist, ja. Bist du unter 8 Jahre alt? Nein. Das war jetzt gekauft. Bist du 9 Jahre alt? Nein. Danke. Also bist du 10 Jahre alt. Stimmt das? Dann haben wir mit ihm jetzt wieder Kontakt. Das ist sehr gut. Alom, möchtest du uns noch etwas sagen? N I C H T G U T. Nicht gut. Ja, wir wissen, dass es nicht gut ist, aber wir wollen vielleicht dir mehr Informationen geben oder auch mehr Wissen über dich.
Ich kann keine Frage stellen. Stört es dich, dass wir Fragen stellen? Okay. Nein. Aha. Nein. Okay. Danke. Stört es jemand anderen, dass wir Fragen stellen? Danke. E. Es hat sich irgendwie hängen an können. Es hängt schon wieder auf dem E. Ja. Gut, dann in die Mitte. Danke, ja. Kannst du noch frisches anzünden? Wärst du so lieb? Alon, bist du noch bei uns? Sprechen wir noch mit dir? N. E. Ich hab's gewusst. I. N. Ich krieg Pipi in die Augen. Okay. Das ist immer, wenn was stimmt. Mit wem sprechen wir dann? Kannst du uns deinen Namen sagen? Dürfen wir nicht wissen. Bist du auch ein Kind? Nein. Bist du die Frau von vorhin wieder? Haben wir mit dir heute schon gesprochen? Nein. Bist du ein Mann? Ja. Kannst du uns vielleicht sagen, wie alt du bist? Ja. Wie alt bist du denn? Okay. Wir bedanken uns und wir verabschieden uns von dir. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Dankes. Auf Wiedersehen. Nein. Danke sehr, auf Wiedersehen. Wir bedanken uns und wir verabschieden uns von dir. Auf Wiedersehen. Dankeschön, danke. Auf Wiedersehen. Nein, danke sehr, auf Wiedersehen. Ich glaube, es ist genug. Ja. Ich meine, was ich halt blöd finde, ist, wenn du jetzt 30 bist, ja, wie willst du das? Fangst mit 3 an. Ja. Das könnte man natürlich schon vorher auch noch sagen, dass er mit der ersten Zahl anfangen muss, fürs nächste Mal. Ja, wenn es beim Nuller beginnt. Wenn es beim Nuller beginnt und wenn er dann so runterrutscht und so fest wird, will er uns nichts sagen. So viel Kraft. Da gibt es keine Diskussion, so mit dem Runterrutschen, das ist eindeutig. Ja. Und vor allem meistens ist es auch so, dass sie uns keinen Namen nennen wollen. Das ist nicht mal, nein, es gibt einfach nur Nein, Nein, Nein und bei der Zahl. Deswegen fragt man ja oft dann gleich am Anfang, wie alt bist du oder wie viele sind bei dir, weil man dann auf die Zahlen hinweist und dann rutscht er meistens drüber, wenn er was will. Die haben ja keine Wahrheitspflicht, ne? Genau. Wir können uns was vorgaukeln, ja. Genau. Ja, danke auf jeden Fall. Wir danken auf jeden Fall jedem, der heute mit uns gesprochen hat. Für jede Art der Kommunikation. Wir können gleich weiter unten mit anderen Geräten weiterreden. Genau, wir noch eine Kommunikation aufbauen. Ja. Okay. Gut. Danke euch natürlich. Dankeschön.
Jetzt besser. Ja. Aber vom allgemeinen Gefühl her sehr schlecht. Negativ. Ja. Sehr negativ. Es haben alles so die Karton, jetzt zum Schluss gar nichts mehr gemacht. Nein, es ist auch so ein bisschen komisch, also ganz komisch irgendwie, einfach nur, ja. Es hat zwar jetzt auch aufgehört eben, ja. Es ist jetzt gar nichts mehr gewesen. Ja. So, die Wespen zwischendurch mehr waren. Man dachte, das hat was damit zu tun. Ja, die ist. Ja, ja. Ich habe nur mal gefällt, so Fleischfliegen oder so. Vorhin unten in der Obelus, ja. Und wie wir unsere Übung gehabt haben, sozusagen. Wurden es auch im Laufe der Sitzung immer mehr immer wieder, Fliegen, die sich zu uns gesellt haben in den Pausen und dazwischen nicht eine Fliege. Also da hast du ja auch gesagt, Fliegen, da kam dir sofort der Gedanke, negativ. Ich habe so verkehrte Fliegen und so, da gibt es ja, ist eher so was Teuflisches, Dämonisches. Ne? Ja. Aber ich würde sagen, ist jetzt da, Wespen sind jetzt da nicht unbedingt der Inbegriff von Nächstenliebe, würde ich sagen. Ja. Nein, Wespen sind dann hätte man Schmetterling da, oder? Also ich brauche auf jeden Fall jetzt mal eine Pause. Wir bedanken uns noch einmal. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und ihr bleibt auf jeden Fall hier. Ich kann immer nicht zuordnen, ob der Alum jetzt wirklich ein Bub war oder ob das wieder ein Versuch war, uns weich zu kriegen. Ja, das glaube ich eher. Ich kann es nicht zuordnen. Schwierig. Aber das können wir uns dann ja anschauen. Vielleicht lässt sich ja rauskriegen. Vielleicht, genau. Ja. Vielleicht kriegen wir ja unten auch noch einen. Es kann ja das sein, was auch nirgends verzeichnet ist, angenommen so eine dämonische Präsenz, ich meine, es gibt sicher unzählbar viele davon. Ja. Das ist ja das, und sie haben ja oft ähnliche andere Namen. Wir sind Legion. Ja. Mhm. Ja. Na, es war auf jeden Fall. Ja. Es war anders. Anders war als anders, alles das letzte Mal. Da war es positiv, jetzt war es vieles, viel negativ. Ja, man sieht, wie die Planchette so fixiert wird, aber manches Mal mit dem Boot, was ich mir sie zurückhalten, ich würde da mit drüber tauchen. Also quasi diese Kraftbrechen, die da versucht. Das haben wir beim letzten Mal auch ein, zwei Mal gemacht dann geht es auch weiter, aber meistens hast du danach, wenn du diese Kraft brichst sozusagen, hast du irgendwie einen dran, der nicht mehr will oder der... Ja, sein bestimmtes Ziel. Gebrochen, ne? Du hast es zu dritt gebrochen. Ne? Nur was ist, wenn jetzt, ich habe das schon ziemlich anstrengen müssen zwischendurch. Was ist, wenn die Kraft so stark ist, dass ihr das zu dritt nicht rausschieben könnt? Es scheitern sie angenommen, die Planchette fetzt dann weiter Richtung 1er. Das wissen wir nicht. Dann ist das dann Ding ist durch. Dann ist es so stark, dass es durch, wahrscheinlich durch. Dann ist. Und dann hast du vielleicht ein Portal, wie wir es da bei dem Ober haben. Ja. Dann ist halt die Frage wieder, wie man es zumacht. Vor allem, das ist ja eben auch das, wenn du merkst, oder wenn man das auch so, die ist ja doch recht fest, und so wie sie an Ort und Stelle fest steht, kann sie ja vielleicht auch eben rausgezogen werden, oder eben drüber, ja, das ist. Also bei so viel Kraftaufwand, die wir da heute gehabt haben. Das war jetzt schon sehr, sehr fest. Glaube ich schon, dass vieles, vieles möglich ist, ja. Also. Mhm. Diese Stärke der Präsenz, also wenn es vielleicht wieder eine noch negative Energie ist, hat man dann wirklich ein sehr großes Risiko damit eingeht. Oh, das wäre schon. Man muss wirklich vorsichtig sein mit dem Ding. Ja. Gut, machen wir trotzdem jetzt 5 Minuten Pause. Und dann gehen wir runter. Erstreiten. Glaubensfreude sicher glaubt. Hin und her. Erlaubte zwischen Stelle mit dem Leben aus Grab.
heute nicht lange. Nachdem die Planchette nun ein zweites Mal auf dem Brett, sagen wir mal, picken geblieben ist oder runtergedrückt wurde, war es dann wirklich an der Zeit, die Sitzung zu beenden. Immer wieder sind Bewegungen oder, sagen wir mal, Züge, Moves ausgeführt worden, die eindeutig darauf hindeuten, dass hier versucht wurde, von der anderen Seite ein Portal zu öffnen. Die ganze Sitzung war auf jeden Fall äußerst spannend. Wir wissen bis jetzt nicht, mit wem hatten wir es zu tun. War es ein Kind, das versucht hat, tatsächlich zu kommunizieren? War es etwas Böses,
dass das Team einfach nur in die Irre führen wollte oder das Vertrauen des Teams gewinnen, um letztendlich, ich weiß nicht, zu bewirken, dass man nicht mehr ganz so bei der Sache ist und dann schnell einen Zug zu machen, der ein Portal öffnet. War es wirklich dieses Kindermädchen oder war es der Wächter, der den Riegel vorgeschoben hat? Oder doch teilweise Antworten gibt, haben irgendwelche Entitäten versucht, hier durchzukommen? Und der Wächter ist davor gestanden, wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Tatsache ist, die Sitzung hat schon sehr lange gedauert, das Team war extrem übermüdet, sie haben die Zeit übersehen, sie haben übersehen, dass das Fenster irgendwie wie ein Spiegel agiert hat und deswegen ist das Team nur noch zum nächsten Versuch übergegangen. Neben dem Wächter waren da auch noch natürlich die positiven Ergebnisse da oder positive Energien. Darum konnten wir das alles jetzt nicht so recht zuordnen. In erster Linie hatten wir positive Energie, die mit uns kommunizieren wollte, dann ein Kind, dann wieder ein Kindermädchen, anschließend wieder was Negatives. Also wir konnten halt nicht wirklich wissen, wo oben und unten, wer mit uns zu tun hat. Also es war eigentlich alles sehr zu hinterfragen. Was man auf jeden Fall merkte, ist, dass eine Energie, eine negative Energie, versuchte, über dieses Brett mit uns eine Art Portal zu öffnen. Das ist uns relativ spät erst aufgefallen, weil wir schon so erschöpft waren und eigentlich so, ich sage jetzt mal, unsere Energie wurde einfach angezapft, wortwörtlich. Wir waren so kraftlos, dass wir genau zum richtigen oder zum rechtzeitigen Punkt und dem Moment getroffen hatten, mit der Sitzung aufzuhören. Es war für mich die erste Ouija-Session und ich war zwar neugierig, aber ich hatte keine besonderen Erwartungen. Man sagt ja, dass die Bewegungen zu einem guten Teil unbewusst stattfinden. Wie dann allerdings zusammenhängende Wörter und sogar Sätze gekommen sind, habe ich dann schon zum Nachdenken begonnen, was da wohl dahinter stehen könnte. Wie dann die Planchette mehrmals auf dem Board zum Stillstand gekommen ist und sich nicht mehr bewegen ließ. Es gibt schon Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht so einfach erklären kann. Und das war ein sehr interessanter, spannender Versuch. Wir sind dann allerdings doch zum nächsten Versuch übergegangen, weil wir auch unbedingt wissen wollten, wie sich die Pico mit dem neuen Portal verhält. Ja, also jetzt sitzen wir da. Jetzt haben wir noch eine Variante, wie man das neue Portal auch zusammenschalten kann mit der Pico, die auch selbst gebaut ist. Jetzt haben Entitäten die Chance, einerseits über die Antenne da reinzukommen oder über das Radio, über die Pico, die Radiofrequenzen benutzt, um mit uns zu kommunizieren. Ist vielleicht jemand hier, der sich uns mitteilen möchte? Ist uns jemand vom Dachboden hinunter gefolgt? Jetzt hast du die Möglichkeit, uns auch mit deiner Stimme deinen Namen mitzuteilen, richtig zu sagen, zu sprechen. Alom. Ist Alom vielleicht hier? Ja.
Kannst du mal ganz, ganz laut deinen Namen sagen? Oder ist sonst jemand hier, der sich uns mitteilen möchte? Du kannst auch gerne hier vor mir die zwei Geräte berühren. Dann leuchten die Lampen auf, so wie oben auf dem Dachboden schon. Vielleicht die Frau vom Dachboden mit uns hier runtergekommen und möchte uns diesmal etwas mitteilen. Sind vielleicht Kinder da? Wir können mit diesen Geräten spielen. Kannst du vielleicht jemanden, einen Namen von uns nennen über das Gerät? Hast du gerade Sonja gesagt, Sonjas Namen über das Portal? Bist du hier festgehalten? Du möchtest gehen, aber kannst nicht. Hast du sie vor Spektrum? Sehr ruhig jetzt da, gell? Ja. Also es tut sich fast nichts jetzt im Vergleich zu oben. Ja. Man merkt immer, finde ich, je lauter die Geräte an sich sind. Vielleicht sind ein bisschen. Macht es auch die Uhrzeit aus, gell? Das wissen wir eben nicht so genau. Vielleicht müssen wir ins Bett. Ja. Ja. Ich glaube, dass die Uhrzeit eigentlich sehr gut ist. Das ist das sogar so noch zu öffnen. Ich glaube, das ist halt ehrlich gesagt egal, das bei Gästen. Möchte sich noch jemand bei uns bemerkbar machen? Wir haben dieses Gerät hier nur sehr kurze Zeit.
im Grunde genommen zum Versuch, wie es funktioniert. Diese Kombination. Dürft ihr nicht mit uns kommunizieren? Oder wollt ihr vielleicht nicht mehr? Eine andere Entität hier, die mit uns reden möchte. Seid ihr hier gefangen an diesen Ort oder gebunden? Gehört ihr zur Familie? Im Gegensatz zu oben, gell? Ja, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig. Außerdem nach einer gewissen Zeit wird es generell immer wieder stiller. Das haben wir immer wieder mal gerade hier stark gesehen. Vielleicht schauen wir dann einfach im Programm noch weiter, was wir noch machen wollten. Weil so prinzipiell werden wir mal schauen. Also ich habe jetzt nichts rausgehört. Werden wir sehen. Das Sonja war kurz drin. Ich bilde mir es ein, das muss jetzt nichts heißen, ja. Aber ja. Sonst würde ich sagen, dann bedanken wir uns. Auf jeden Fall. Danke sehr. Und wir werden noch weitere Versuche durchführen mit dem K2 Meter und so weiter im Haus durchgehen, was jetzt geplant ist. Und danke an dieser Stelle. Genau, danke. Dankeschön. Also entweder muss man das lauter drehen, dass man, weil irgendwie war dieses Sendersuche viel lauter als die Dinge selbst, gell? Naja, es ist, ist schwierig. Ich bin nicht so der Fan von den lauten Untersuchungsgeräten, weil die sind im Nachhinein, ja, wenn du das auswertest, glaube ich, kann man schon mit lauter machen, leiser machen, irgendwie sowas schon was Gutes rausholen. Ja. Aber so vor Ort zur richtigen Kommunikation ist es, finde ich, oft ein bisschen zu, es ist vielleicht zu schwierig. Hast du schon drauf gedrückt auf Standby? Ich habe schon wieder drauf gedrückt, ja, aber ich kann auch gerne. Ich persönlich mag gerade die leisen Sachen lieber. Ich finde halt einfach, das ist so ein persönliches Gefühl, dass auch bei den leisen Sachen eben eher auch Rückmeldungen kommen. Also manche hören es aber auch besser. Also raus. Ja, das haben wir jetzt schon gehört. Das ist Portal. Ist das da? Ja. Und das mit dem Laptop haben wir zuerst schon gemacht, wie wir aufgegangen sind. Also da machen wir jetzt nicht mehr weiter. Das Portal, habt ihr das vorhin weitergefilmt, wie ihr zu uns kommen seid? Ja. Alleine? Ja, super. Das ist cool. Haben wir schon jemals alleine das Portal mit der Kamera gehabt? Das ist nämlich auch was. Ich will auch mal gucken. Ja, aber sie hat noch ausgeschaltet. Ich habe nicht lange aufgemacht. Sie hat selber ausgeschaltet? Aber 3 Stunden, ja. Ja. Okay. Ja, aber immerhin, das ist mal was. Ist immerhin schon was, ne? Mal was man probiert. Jetzt kommt das nächste Problem. Welches? Jetzt gehen wir durch den ganzen dann einmal durch, oder? Ja, mit den Geräten. Da brauche ich jetzt wieder eine Kamera, wo ich einen normalen Koffer habe, weil ich ja auch nicht den nehmen. Muss ich dich nehmen? Es fehlte die Abstimmung der Pico mit dem Portal. Es war einfach ein
Feldversuch, es war nicht geplant und wir wollten einfach das Portal ausprobieren mit den Möglichkeiten. Und es war auch interessant und die Aussage, die Kinder war auch interessant und passend. So eine Witcher-Sitzung kann sehr anstrengend sein und das war auch in diesem Fall einfach total zutreffend. Wir waren ziemlich energie- und kraftlos. Aber auch das Portal an sich selbst kann für manche Menschen schon sehr ermüdend wirken. Darf man aber nicht vergessen, liefert einfach gute Ergebnisse oder in den meisten Fällen hat man sehr viele Ergebnisse, mit denen man dann arbeiten kann. Wir haben dann die Pico angeschlossen und versucht eben da Ergebnisse zu erzielen und waren dann eigentlich ziemlich verblüfft bei der Auswertung, weil wir die Kinder rausgehört hatten und das war dann doch sehr passend auch zu dem Haus und auch zum Dachboden, wo wir vorhin uns die Sitzung, wo wir die Sitzung abgehalten haben. Wir haben den nächsten Rundgang dann gestartet nach der Pico-Runde und haben uns auf den Weg gemacht mit dem KC-Meter und der Pico selbst sowie auch mit der Vollspektrum-Kamera. So, als erstes mal den Keller runter. Ja, du machst es gerne. Ich kann aber gerne noch ein zweites K2 auch in die Hand nehmen. Ich habe es in meiner Tasche. Das ist nur meins, das passt. Wäre cool, wenn ich genau das wieder kriegen könnte. Das kriegst du wieder. Gut, also jetzt dann machen wir hast du alles? Einen allgemeinen Rundgang. Brauchen wir noch eine zweite Taschenlampe vielleicht, dann von hinten irgendwie? Nein. Ja? Okay. Ich habe es mal ich gehe das erste Mal in den Keller runter. Geh in meinen Keller. Und schauen, dass wir nicht, stürzen. Rennbord ist platziert. Ja, Rennbord ist platziert auf der Stiege. Sehr gut. Gut, dann hier Mine ausgelegt, ja. Bitte? Wie eine Mine ausgelegt, ein Rennbot. Genau, mitten im Weg. Also das EMF-Meter, das ich da jetzt habe, ist ganz auf Null. Das ist auch das, was uns gesagt worden ist, also das ganze Haus hat Null Strom. Boah, das schaut voll aus. Bei dir schlägt voll aus? Nein, jetzt nicht mehr. Das ist aus. Geht's? Ja. Gut, jetzt sind wir im Keller. So, ist jemand hier, der vielleicht mit den Geräten, die wir hier haben, spielen möchte. Ihr könnt euch bemerkbar machen, wenn ihr mit den Geräten euch beschäftigt. Von wo kommt denn der Stuhl daher? Ja. Entschuldigung. Was macht denn der da? Ist jemand hier, der sich uns mitteilen möchte? Die Kinder? Oder eine andere Entität. Ist hier nicht zu leise? Nein, okay. Ich brauche ein Mikrofon. Du bist ganz gut, oder? Da war gerade ein Strike. Ja, so ist er, danke. Kannst du uns deinen Namen verraten? Können wir dir irgendwie helfen? Hat uns jemand in den Keller begleitet? Du kannst auf dieses Gerät greifen und
dadurch kannst du ein Magnetfeld stören oder generieren, sodass wir sehen können, dass jemand hier ist. Kannst du versuchen, auf diese Geräte hinzugreifen, die wir hier haben. Oder mit dem Gerät, das die Sonja hat, zu sprechen. Wie ich kann. Kannst du weiterreden? Wie ist dein Name? Sind wir zuerst gekommen, aber schauen wir dann trotzdem drauf. Mhm, ja. Und dann schauen wir den ersten Stock auch noch drauf. Mhm. Das ist wirklich schwieriger, weil das Visa-Board so aktiv war. Das ist wie tot alles, wie erschlagen. Das hier ist alles auf Null, das Tachometer reagiert nicht. Das Katzo hätte ich auch. Ja. War bei dir was gehabt, oder? Fühlt sich so an, als ob irgendwie vielleicht uns sehr begleitet. Ich weiß nicht. So, jetzt gehen wir mal wieder rauf ins Erdgeschoss. Kommst du mit? Kann man noch im Erdgeschoss da mal kurz rein, ja? Ob man irgendwas hier noch. Ist jemand hier, der sich noch uns mitteilen kann? Ist jemand vom Dachboden mitgekommen oder möchte sich so uns jemand mitteilen? Vielleicht auch jemand, der nicht unbedingt von hier war. Da gibt es einen Schlüssel. Ja. Ah, okay. Ich habe schon öfter mal Schlüssel gesehen, Herr Wiener, das sind oben am Kastel und so vorbeigeschlüssen. Da drinnen haben wir sich vertreten. Ja. Also, da drinnen haben wir ganz drinnen. Drinnen. Dann schauen wir uns den ersten Stock. Ja, auf. Oben ist eh mehr Räume. Ja. Wir können hier oben. Schauen wir mal rauf. Schauen wir mal rauf. Das war jetzt wirklich total ruhig da. Ja. Achtung. Wie geht's euch so jetzt? Die Sonja hat vorhin gesagt, sie hat das Gefühl, ich habe generell das Gefühl, seitdem wir runtergekommen sind vom Dachboden. Fühlst du nicht so wohl, oder? Ja, es ist also so. Also wie wir es mitgehen, ich fühle mich recht beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Und ich fühle mich sehr, ich will gar nicht alleine irgendwo stehen und bleiben. Ja. Also, das waren jetzt wir, okay. Ja. Das ist schon, das muss ich schon sagen. Es ist ein unbehagliches Gefühl. Es ist jetzt kein, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. Okay. So gesund, also gesundheitlich, und das geht es mir wirklich gut. Mhm. Aber so das Gefühl, als würde wirklich irgendwas immer wieder mit uns mitkommen und irgendwo stehen und uns halt einfach beobachten, warten, was wir jetzt tun. Kannst du uns auch fotografieren, gell? Das, also Personen. Mhm.
Okay. Ja. Ist hier jemand, der sich uns mitteilen möchte? Eine Entität. Ist eine der Personen, die hier gelebt haben, hier? Wow. Was ist los? Ich habe lauter Ohr. Okay. Ja, kann schon passieren. Ich kann das nicht. Ja, schon mal. Aber Wahnsinn. Ja? In welche Richtung geht das? Okay. Man darf das reinschauen, wenn man so durch ist. Ja, schauen wir da mal rein. Ja, dann ist das ganz leicht. Alles gut? Ist hier jemand, der sich uns mitteilen möchte? Wir können mit den Geräten, die wir hier in der Hand haben, spielen. Ist noch jemand hier, der sich uns mitteilen kann? Ist vielleicht jemand vom Dachboden hier, der mit uns sprechen möchte? Oder der sich uns zeigen möchte? Wir waren ja vorhin schon oben. Wir haben auch schon mal Kinder getrampelt, die wir hier waren. Genau. Wirkt aber heute, finde ich, so, als wären die Kinder eher weniger anwesend. Also, auch von sie waren, glaube ich, da, ne? Ja. Ist hier oben noch? Ja. Wird es uns weniger da? Ja. Das ist ja die Hoffnung auch, dass es vielleicht nur zurückgehalten wird. Ja. Mhm. Zurückgehalten wird und vielleicht kann man sich dann doch befreien auch. Wenn jemand hier ist, bitte spielt mit den Geräten, die wir haben. Die Melissa hat ein Gerät mit leuchtenden Lämpchen. Wenn ihr euch mit denen, auch der Dominik, wenn ihr mit den Geräten spielt, dann leuchten die Lämpchen auf. Könnt ihr gerne berühren, euch kann nichts passieren. Ja. Und auch bei Sonja könnt ihr euch mit dem Gerät spielen und mit dem könnt ihr dann sprechen. Mehr ein. Ja. Kann man vielleicht den Raum erhöhen. Was hast du? Hab ich, hätte ich verstanden. Ja? Mhm. Hab ich? Hab ich, aber... Okay. Jetzt hat er. Jetzt hat er, oder was? Das weiß ich nicht, auf welche Frage. Ja, achso. Dann schauen wir mal. Ist eines der Kinder hier? Vielleicht doch wieder hier. Genau hier haben wir das Kinderlachen gehört. Mhm. Und das Getrampel.
so unglaublich viel. Also ich weiß nicht, ob ich das Gefühl, dass es niemand braucht. Ganz ehrlich, also ich spüre immer wieder, du sagst, das hörst vielleicht noch was raus, aber... Es ist schon was da, aber es ist nicht so, was kommunizieren will, glaube ich. Ja. Es ist einfach nur wie ein Beobachter, eben wie vielleicht so ein Wächter, der jetzt einfach nur schaut, dass einfach Ruhe einkehrt sozusagen, so fühlt es sich an. Ja, der Froh ist, dass man vom Dachboden weg sein wird. Ja. Das fühlt sich schon, ich glaube auch, der Froh ist, dass man das Brett nicht mehr benutzt. Mhm. Weil das, glaube ich, von der Kommunikation vielleicht sogar noch, weil es ja doch älter auch schon ist, dieses ganze, die ganze Thematik vielleicht auch leichter ist oder zugänglicher, und damit ist jetzt Schluss und jetzt hält er seine Schäfchen sozusagen bei sich. Mhm. Mhm. Kann so sein, ja. Ja, auch das K2 macht gar nicht. Das ist still, ja. Auch da ist jetzt, gell? Ja, wir haben jetzt gar nichts. Also nach dem, was wir heute noch vorhaben, nehmen wir noch einmal vor, dass wir auch raufgehen. Ein paar Fotos vielleicht machen, wenn ihr wollt, eine kurze Runde, aber ich würde nicht recht lange aufhalten. Recht schnell, also kurz halt durchgehen, aber nicht viel aufhalten, Ohr oben vielleicht. Vielleicht schauen wir trotzdem noch mal bei dem, jetzt mit dem Setting hätten wir eigentlich nicht gehabt, mehr auf den Dachboden zu gehen, aber vielleicht schauen wir trotzdem noch drauf, ob dort wenigstens irgendwas kommt. Ja, das wäre doch gerade mit der Vollspektrum wäre es vielleicht ganz interessant, gell? Es ist ja natürlich recht staubig, also man darf nicht alles dann reininterpretieren, aber es wäre trotzdem so allgemein interessant, ja. Und wir haben oben dann noch eine Sitzung, gell, mit der Kamera fällt ein Bollektion am Dachboden. So, dann schauen wir noch einmal kurz, ob wir noch etwas rauskriegen. Ich habe gedacht, die Kamerafalle ist nicht aktiv. Du, also momentan ist es nicht oben. Ich habe gedacht, die geht nicht, oder die? Ach, die ist jetzt gar nicht dabei, ja, genau. Aber und? Die haben wir diesmal nicht dabei. Hast du was gehabt? Nein. Nix? Okay. Falscher Alarm. Ja. Da kannst du dich jetzt austoben und fotografieren. Ja. Jetzt geht's los. Seht ihr was? Haben wir noch einmal ein Foto? Das EMF-Netz ist im ganzen Haus auf 0. Auf 0? Ja. Da oben ist es genauso. Dann gehen wir da hinten. Was machen wir hier denn mit dem Sprecher? Das ist something more real. Ist hier jetzt jemand, der noch, ist jemand noch anwesend, der mit uns reden kann? Jemand, der sich nicht zurückhalten muss? Jetzt noch die Möglichkeit dazu, wenn ihr noch was Wichtiges zu erzählen habt. Wir müssen bald aufbrechen. Das ist die letzte Chance, die wir jetzt haben, die ihr habt, noch mit uns zu reden. Also ich weiß nicht, von meinem Gefühl her, glaube ich, das kann man fast, das nicht so abbrechen, den Durchgang. Schauen wir, dass wir die letzte noch machen. Höchstens ihr hättet es noch gern ein paar Fragen gestellt oder so. Was meinst du? Katzenmeter ist ruhig. Das ist tot, ja. Und das war total aktiv, gell? Jetzt ist wieder sehr ruhig geworden. Ich würde sagen, schauen wir vielleicht noch mal runter, dass wir den letzten Posten am Plan mit der Polterung noch machen, ein paar Fragen stellen. Genau.
Poltertion, die hat ja auch ziemlich gute Ergebnisse abgeliefert. Ja, gehabt, genau. Ne? Und dann lassen wir es einfach ein bisschen gut sein. Also lassen wir es gut sein. Genau. Ich habe da vollen Ausschlag, aber ich glaube, das ist. Wieder? Was hast du gesagt? Achso, der Dominik war. Alles gut. Okay. Na, das ist wichtig. Ich habe sogar alles gut. Kann sich noch jemand uns mitteilen? Spitz noch mit den Geräten. Wir würden gerne noch ein paar Fragen stellen, noch ein bisschen was erfahren, sofern sich jemand mitteilen möchte. Ja, genau. Vom Plan her sind wir schon. Das ist jetzt schon auch rein. Das heißt, wir müssen eigentlich noch Schluss machen. Ja, das sicher. Na, ohne auslösen. Ja, das war ich. Das war der. Gut, das haben wir. Ich wollte wissen, ob er auch noch auslösen, aber dann kommt er gleich. So, gut, dann bereiten wir noch den letzten Posten, den wir haben auf unserem Plan, den letzten Posten bereiten wir noch vor. Mhm. Und dann schauen wir, dass wir fertig werden. Ja, als wir am Dachboden alles vorbereiteten für die Witcher-Sitzung, habe ich mir gedacht, kralle ich mir eine Kamera und die setze ich direkt am Tisch ab und lasse ganz einfach das Ganze, während wir unseren Rundgang machen, unseren ersten, einfach mal mitlaufen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz gut, vielleicht fangen wir das ein oder andere ein, weil die Kamera doch direkt aufs Witcherbrett, auf die Spielgegenstände und die Katze Meta geleuchtet hat. Bei der Auswertung von dieser Kamera standen wir aber echt nicht schlecht und haben eine riesengroße, tolle EVP eingefangen, die wir jetzt auf jeden Fall sofort mit euch teilen möchten. Jetzt, wir haben uns jetzt gerade beraten noch, weil sie eigentlich haben wir gesagt, mit der Poltertune gehen wir noch rauf, aber zum einen, es ist nichts mehr greifbar, also bei den Geräten kommen jetzt momentan keine Ergebnisse, war, wir sind jetzt ein paar Mal durchgegangen, es war überall null, kein EMF, kein K2, es war nichts gescheit zum Hören, außerdem hat jetzt da auch die Sonja und so generell ist eigentlich dann die Stimmung jetzt da aufgekommen, also dass man das Gefühl hat, wenn, dann gibt es nur mehr jemanden, der beobachtet, der nicht mehr kommunizieren möchte. Ja. Und jetzt sind wir aus dem Grund halt noch übereingekommen, dass wir jetzt dann doch diesen letzten Schritt mit der Poltertune dann am Dachboden uns doch noch sparen, gerade weil am Dachboden auch so viel los war mit dem Ouija-Board, dass halt einfach eine sehr negative Stimmung dann befürchtet wird.
Ja. Wenn, dann und vor allem dort oben. Und davor eigentlich keine Aussagen mehr gekommen sind. Ja. Also entweder kriegen wir gar nichts oder was ganz Negatives. Jetzt oder da haben wir gesagt, wir lassen es jetzt, es ist ja auch schon extrem spät geworden und es gibt auch schon Ermüdungserscheinungen. Wir müssen ja schauen, dass wir noch gesund heimwärts kommen können. Ja. Das sind ja gerade kurze Wege, die wir alle miteinander noch zu fahren haben. Aus dem Grund, ich hoffe, dass das jetzt da auch niemanden enttäuscht, aber es ist im Sinne einfach von Sicherheit und von einer allgemeinen Übereinkunft, dass wir jetzt an dieser Stelle jetzt dann schon aufhören und dass wir sagen, okay, das war's und es war eh ein toller Abend, Wahnsinn. Also die Ergebnisse waren sensationell. Ja. Jetzt zum Ende hin war es extrem still, aber davor war es umso aktiver. Also wie immer, Wahnsinn. Es spitzt sich zu und dann reißt der Kontakt ein bisschen ab. Das merkt man dann. Dann wird er unterbrochen. Oder das. Und aus dem Grund sagen wir jetzt ein Danke und das war es jetzt einmal. Ja. Auch Danke ans Haus. Wir werden jetzt noch kurz durchschauen, dass wir wirklich, weil das ist ja Prinzip bei uns, wir machen alles sauber, also so, wie wenn wir nicht da gewesen wären. Genau. Und das schauen wir nochmal vorsichtshalber durch, aber halt jetzt da ohne Versuche mehr. Genau. Dann, ja, danke, passt. Genau. Dankeschön. Danke. Wir waren alle total erschöpft und es blieb uns nichts anderes übrig, als die Sitzung abzubrechen. Es kamen noch ein paar Ansagen aus der Pico, aber die restlichen Geräte sind so gut wie still geblieben. Es war verdächtig ruhig, fast schon totenstill im ganzen Haus. Wir kennen diese Phänomene, dass die Aktivität an den Locations, wo wir ermitteln, von intensiv bis zu fast gar nichts stark schwanken können. Es kann auch völlig aussetzen von einem Moment auf den anderen. Die Tage nach der Ermittlung waren sehr anstrengend. Wir mussten sehr viel verarbeiten, was sich eigentlich auch gar nicht wirklich in Worte fassen lässt. Es ist einfach unbeschreiblich und nagt noch heute an uns. Bis jetzt war eigentlich immer Alex betroffen, der mit diesen massiven, ich sage jetzt Nebenwirkungen von den negativen Präsenzen betroffen war. Aber in diesem Fall, nach dieser Untersuchung, waren wir als komplettes Team jetzt auch erstmalig betroffen, was uns körperlich zu spüren machte. Und wir sicher noch einige Zeit brauchen werden, um das ganze Geschehnis verarbeiten zu können. Auch Melissa ging es am nächsten Tag überhaupt nicht gut. Sie hatte Mühe, aus dem Bett zu kommen. Sie hatte Symptome, als hätte sie irgendeine grippale Erkrankung, und es ging auch Tage noch so dahin. Also das war eine Erfahrung für sich. Sie war komplett ausgebaut und hat dann zum ersten Mal richtig gespürt, was ich damit meine, wenn ich von einer Untersuchung zurückkomme, dann ist mal ein paar Tage Ruhe. Es ist wie ein Festivalbesuch. Wir überlegen aber trotzdem alle, auf die Art und Weise über das Ouija-Board vielleicht doch noch mehr rauszufinden. Wir hecken da schon wieder herum, sagen wir mal so. Auch bei Dominik hat diese Nacht Spuren hinterlassen. Dafür sind wir, denke ich, bei der Kühnberg um ein schönes Stück weitergekommen. Ich möchte an dieser Stelle euch dringend abraten, euch mit dem Ouija-Board zu beschäftigen. Wir haben gesehen, wenn man sich nicht wirklich topfit fühlt, also da sind teilweise Kräfte am Werk, die wenn man geschwächt ist oder zu wenig Kraft hat, euch wirklich Schaden anrichten können. Die Planchette hätte es mehr oder weniger beinahe geschafft, durchzugehen, wo man laut Anleitung ein Portal öffnen würde. Und es haben drei Leute mit viel Kraft dagegen arbeiten müssen. Wenn das jetzt nicht so kräftige Personen sind, kann das ziemlich ins Auge gehen. Thank you.
I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame. That's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache. That's why I fear my heart won't take.